kurz mal speichern. Punkte eintauschen. Das ist jetzt frei geworden. Also neuen Speicherstand. Jetzt sind wir sicher. Falls eine Aufnahme auf einmal kaputt geht oder so, dass ich dann darauf zurückgreifen kann. Na, komm schon. So, Punkte tauschen. Keine Liste vorhanden. Jägerpunkte. Haben wir. Ah, hier, Kampfrekorder. Ist das Ziel? Segner Alchemist gegen was? Rosa Salgin. 220.000 Punkte. Eine Riesenbestie wurde unlängst im Guin-System gesichtet. Guck nur selten auf Rosa vor. Jagdergebnisse. Ah, hier. Okay, wir siegen 30 davon. Davon haben wir 15. Siege 25 Libellen. Okay, das sollte ich auch mal machen, oder? Ich denke mal, wenn ich hier Punktliste haben will. Jägerpunkte. Okay, wir sind Jester Rouge. Wir haben 0 Punkte. Aha, Jägername, Rang 100. Wir sind auf dem letzten Platz. Ich habe noch keine Ahnung. Werden wir jetzt zum Hunter? Zum Jäger? Zum. You guys sure picked the wrong day. Ja, für zum Hunter. Silberarmreif. Ausrüsten. Ausrüsten. Ein echter. Benutzen. Enthüllung. Okay, Jester. Kann das ausrüsten. Durchwurf. Ja, dann machen wir das doch mal. Enthüllung. Durchwurf. Mhm. Okay. Ausdauerextrakt. Haben wir. Und das war's. So, Durchwurf ist verdoppelte Kraft und Reichweite von Wurfgeschossen. Dauerhaft nicht blockierbar. Ich hab doch gar keinen Wurf geschossen. Also ist es gerade sinnlos. Ich weiß gar nicht. Wurfgeschoss ist doch was ganz anderes. Zählt Pistole auch dazu? Oder das, was sie Pistole nennen? Warum meinst du so, Kollege? Achtung, kommen wieder Feinde. Sandschildkröte. Wo sind die denn? Sammle deine Kraft durch Halten von X. Und lass einen geballten Angriff los. Halte X länger gerückt, um einen geballten Angriff auszuführen, der stärker als dein Normalangriff ist. Manche Feinde kann man nur durch geballten Angriff besiegen. Ach so, das kenne ich von, auch von Dark Chronicle. Da könnten wir uns ja auch aufladen, unsere Attacke. Normalangriffe fügen Bestien mit dem Schildsymbol nicht einmal einen Kratzer zu. Wir kämpfen sie mit einem geballten Angriff, der den Schild durchbricht. So, und jetzt, zack! Erstmal die Kaktus. Okay. So, jetzt. Was? Was? Die haben ja gar nichts drauf, die Typen. Ich sterbe fast. Leute, das geht mal gar nicht. Heiltrank. Leute, wiederbeleben. Wiederbeleben. Heilen. Das gefällt mir gerade nicht. Oh. Oh, oh, das gefällt mir gerade nicht. Was? Ich hab das schon vorne geschossen. Alter. Wow, das war aber hart jetzt, ey. So, Level 5.
und 199 Zits. Ah, oh, was ist denn hier los? Vermündete anweisen KI-Einstellung. Teambefehl, Vorschläge ausschalten. Aha. Sage deinem Verbündeten über die Strategiebereich im Hauptmenü, wenn sie kämpfen sollen. Mit Teambefehl und Vorschläge ausschalten kannst du grundlegende Strategien bestimmen. Oh mein Gott, man kann hier einiges tun. Hinweis: Ein Tastenbefehl kannst du auch erlassen, indem du im Kampfmenü Viereck drückst. Eins und gleiches Ziel voll Einsatz zurückweichen. Okay. Was da das Beste ist, habe ich auch noch keine Ahnung. Ich gehe erstmal nach den Häusern. Hallo. Hey D. Hast du irgendwas Nettes für mich? Wieso nämlich? Ich will aber mit Hedi reden. Wieso wackelt denn hier alles, als ob das Haus jeden Moment einschützen würde? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Okay, wir kommen den Sternen näher. Why did a beast like that come here? Achso, X-Token. Jetzt kommen wir hier rüber, stammt. Ganz viele Gegner. Okay. Sandschildkröte, Kaktus. What? Also ich bin, warte mal, wer ist denn jetzt hier? Goldkind? So, komm her. Komm her, Sandschildkröte. Lass dich sterben. Nein! Okay, los geht's. Angriff. Gegenstände. Warte mal. Ah, gut. Ich kann das auch wechseln, ne? Das ist natürlich seine Aktionsleiste. Okay. Ihr wollt. Sanchez Frucht. Ah, wenn ich stehen bleibe, kann ich das wegdrücken. Wenn ich weiterlaufe, geht das von allein. Ich glaube, ich muss mal laufen. So, Enthüllung. Jester. Okay, Durchwurf 2. Packen wir rein. Ah, wir hätten das auch hier reinpacken können. Für den Wüstenwind. Habe ich nicht. Ich kenne CO2. Was auch immer das war. Maximale Heilung erlangt. Okay, wir kommen schon unser Finale. Ja. Also. Heilen und. Speichern, bevor ich dorthin gehe. Nein, ich habe Angst. Ich weiß ja nicht, was da auf mich zukommt. Ich glaube, der Stern ist nämlich das Symbol für. Wie heißt gleich? Ach, jetzt habe ich das zweite, ne? Über. Ich hoffe mal, die Aufnahme ist geklappt. The residential area is beyond here. Gosh, he's not a quiet fella, is he? Must be rather large as well. You're not planning on having all three of us go in there, are you? You want to fight them all by yourself? No, not at all. That's crazy, totally reckless. You know, Mr. Claw, I think you forfeit any points you earn if you, die. Yeah, yeah. Let's go. Hey, wait up! Poor kid. We hardly knew him. There it is. That is certainly a big monster, all right. Are you positive about this, Mr. Claw? Like I have a choice. This. Bossfight? Was, so früh schon? Okay. Aua! Sag mal. Willst du mich verarschen? Warte mal, ich muss das mal anders anvisieren. Ich will das da. Okay. Okay, das kann ich kaputt machen. Hang on!
foot armor's off! I get it now. That's a Mark 8 salamander. If we can manage to break the shackles on its legs, then the shield on its back will open up. Let's hurry up and break the other shackles! Okay, während des Dingens hier muss es ernsthaft sein. Okay. So, ab. Komm her. So, halten. Zack. So. Okay. Ich muss auf der anderen Seite laufen. Und jetzt. Beweg dich doch nicht so. Gott, macht ja alle Schaden. Um Himmels Willen. Was machst du? Was uns zeigt jetzt nicht niedrig. So. Nein, du musst was machen. Boah, die hat. Boah, 20 halt drin gemacht. Kann ich ja auch feiern. Das? Und fand ich erstmal so kaputt. Hallo, wo ist denn jetzt? Fußfessel. Geht. Hey! Look at that! That's gonna be his weak spot! Try attacking him there! What? How am I supposed to do that? Jump on its back and hack away! Isn't it obvious? Are you nuts? There's no way! Hang on! I've got just the thing for this kind of situation. What's that? I'll tell you later. Watch this. What the? That's my monography shot. What do you reckon? Do you like it? Jump on the back of those monography platforms and you can get up on the back of the beast. Here you go, big man. Why don't you take this for now? When the platform disappears, just shoot up another one. But remember, you must equip the monography shot first before you can use it. Now's your chance! Go get him, Mr. Claw! Oh, du Hell! So, warte mal, Ausrüstung ändern. Zweitwaffe müsste, genau, meine Waffen sein. So, ausrüsten. Und ich muss das ganz alleine jetzt platt machen. Okay. So, springen. Da, jetzt, zack. Ich jetzt kaputt machen. Was? Hab ich doch schon. Rüste den Einzelschuss im Bereich, bla bla bla. Haben wir doch schon. Okay, schießen. Ja, das kenne ich, das kennen wir doch auch schon. Schießen. So, jetzt haben wir. Was war schon? Der läuft. Kann ich trotzdem aufspringen? Okay, ich glaube, das wird schwieriger, wenn er läuft. Jetzt würde ich mal bitte mal. Erstmal abversieren. So. Bleib mal stehen. Jetzt! Did that do it? Nope. I'm afraid not. But you're almost there. Is the battle recorder ready? That kind of beast will net you heaps of points. Make sure you get it all on tape. What? You mean this? Oh, now that is a well-used recorder. Use that to record your battle with the beast. And later on, you can turn it in for points. Now finish off the beast by yourself. After all, it's your prize. All right. Then here goes. Its heart has stopped, but it's still being controlled by the power of the rune. Destroy the rune in its head. Oh, come on. Like a legendary hunter needs your help. Ooh, I get the feeling he sort of does. I wonder why. Is he really Desert Claw? I suppose looks can be deceiving. A real master doesn't need to show off. He may not look it, but he's got the goods.
Ja, wir haben die Waffe halt nur, weil er uns die gegeben hat. Was hast du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Hilfe. Okay, dafür brauche ich also... In Flammen. Ich gehe in Flammen auf. Gegenstand, ne? Warte mal. CO2-Puder. Halt, halt. So, und jetzt. Das war gut. Ah, jetzt kriegt er erst Schaden. Ne, lass mich in Ruhe. So. Wir haben ja unsere Fähigkeiten Blitzschwert. Legen wir direkt doch mal los. Blitz aufgeladen. Und Angriff. Oh ja, das macht ein bisschen mehr Schaden. Was hast du vor? Was auch immer du vorhast, lass mich mal. Okay, ich habe nicht so viele CO2-Puder. Nein. Aber okay. Ja, super, da wechselt auch noch die. Moment mal. Ich sollte mal die Waffe umrüsten. Macht der Schaden? Okay, kein Schaden. Das ist praktisch. Lass mich in Ruhe. Alter, ich kann noch nichts. Kann es auch nicht ablocken. Oh, komm schon. Ich bin noch zur Seite gegangen. Achso, ich verliere sogar noch Schaden. Egal. Autsch. Der ist gleich down. Der ist gleich down. Komm, jetzt. Wundervoll. Das gefällt mir doch. Just as I thought. His potential may be greater than my own. So listen, Mr. Claw. You got a real name or something? Huh? Huh? Oh yeah. I'm Jaster. Jaster Rogue. Jaster, eh? Good. It's a bit weird to keep calling you Desert Claw. So from now on, if it's all right with you, I'm just gonna call you Jaster, okay? Now, let's get down to business. I'll be straight with you. Our boss says he wants to hire you. Would you come with us? Hire me? What? Why me? Good grief, isn't it obvious? You're Desert Claw, the legendary bounty hunter. And our boss, well, he wants to be a part of that. Let's just say he's scouting you for our team. These guys still think I'm someone named Desert Claw. That means he must be Desert Claw. I had no idea he was such a big deal. What is it, Jaster? Are you feeling all right? Yeah, I'm fine. So who is it that wants to hire me, exactly? Our boss, Captain Dorgan Goa, a pirate among pirates. What? Dorgan Goa? The space pirate Dorgan Goa? You mean, you guys do space travel? Of course. We're big-time pirates. We travel all over the galaxy. I mean, hunting has its moments, but tracking down immense treasure throughout the universe isn't half bad. Me. Up in space. Yeah. I can see that. Not half bad at all. Our ship is hidden in the desert to the west of here. Why don't you meet up with us there? In the desert? Well, you know, we had a couple of minor issues, and we couldn't actually dock at the spaceport. But look, we'll head back to the ship first. You come meet us there before tomorrow morning. All right? All right.
Ta-da! Hey, wait a minute. I haven't decided yet. Oh, you'll be there, all right. I can see it in your eyes. You were made for the pirate life. To find our ship, you need to take the west gate and head straight over the desert. Please be sure to prepare for your journey before setting out. We'll be seeing you later. Ta-ta!